Exklusiv, brutaler Video als Renner auf Schweizer Schulplätzen. Impulsiv, nervöse Ursula Koch im Machtkampf um SP-Spitze. Aggressiv, französische Fischer jagen 300 Delfine in den Tod. Explosiv, höchste Lawinengefahr übers Wochenende in den Alpen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, guten Abend und herzlich willkommen. Sie sehen Express, die Nachrichten. Das Wochenende steht bevor. In den Bergen zeichnet sich eine prekäre Lawinensituation ab. Mehr dazu ganz am Schluss dieser Sendung. Die folgenden Bilder sind für Kinderaugen oder sensible Menschen nicht geeignet. Die folgenden Bilder sind aber auf einem schockierenden Video zu sehen, das auf Schweizer Pausenplätzen herumgereicht wird. Abstoßende Aufnahmen, die Gewalt verherrlichen. Sie sind der heimliche Renner bei unseren Schülern. Und das haben Recherchen von RTL ProSieben Schweiz ergeben. Der Bericht dazu von Alexander Sauter. Projektfleisch nennt sich dieses Schweizer Video. Seit Dezember auf dem Markt und unter den Kids bereits der absolute Hit. Blut spritzt, Menschen werden bestialisch abgeschlachtet. Diese Bilder sind im Vergleich harmlos. Die abscheulichsten Sequenzen wollen wir hier nicht zeigen. Primitive und menschenverachtende Abschlachterei für 39 Franken in dieser Videothek in Winterthur erhältlich. Der Verkauf boomt, obwohl der Film gegen das Gesetz verstößt. Dem Verkäufer ist es egal. Warum? Der Kunde danach fragt. Und weil ich der Meinung bin, es sollten doch auch gewisse Filme unterstützt werden, die unter B-Produktionen gehen, also unter Billigproduktionen. Auch im Internet wirbt die Videothek für das Zitat «Schweizer Erstlingswerk». Das Video im Laden zuvorderst, gleich neben Filmen wie «Der Zombie-Holocaust». Übermäßige Gewaltdarstellung, der Verkäufer redet sich heraus. Ich meine, Gewaltdarstellung ist relativ. Ich meine, da haben sie einen schlechten Tag und finden irgendeinen gewissen Teil von einem Film als Gewaltdarstellung. Diese Männer sind für das brutalste Video der Schweiz verantwortlich. Roger Sommer und Psychomus heißen die Regisseure. Es ist ein absolut lustiger Film. Es hat eigentlich nichts damit zu tun, dass es unglaublich brutal ist. Ich meine, die brutalen Szenen sind so dermaßen übertreibt, ja, dass man einfach muss lachen, dass man sich amüsieren soll. Wie lange die beiden noch zu lachen haben, entscheidet schon bald die Justiz. Was unternehmen unsere Behörden gegen diese Brutalo-Videos? Polizei und Justiz wurden erst durch unsere Recherchen auf den Fall aufmerksam. Wie sie reagieren, Markus Mager. Dies ist eine der harmloseren Gewaltszenen aus dem Film. Solche Darstellungen können auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen verheerende Folgen haben. So ein Video war eigentlich nur Gewalt allein, ohne Geschichte, ohne ethische Diskussion gezeigt wird. Bei solchen, die ethische Diskussion ist vielmehr versteckt. Das ist etwas, das dann droht, natürlich nur einfach nur da abzustumpfen und in dem Sinn. Ja, vor allem wenn sie so real dargestellt werden, eigentlich zu einer Verrohung führen. Eines scheint sicher, der Film verstößt gegen Artikel 135 des Strafgesetzbuches. Wer Bild, Tonaufnahmen tut oder andere Abbildungen tut machen, vorführen, wenn es nicht schutzwürdige kulturelle oder wissenschaftliche Werte haben, also das heisst grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere, eindringlich darstellen und dabei die elementarsten Würde des Menschen in schwerster Weise verletzen. Für die Polizei ist klar, hier muss gehandelt werden. Selbstverständlich, wo man den Film visioniert hat, haben wir sofort müssen einschreiten von Gesetzes wegen. Die Ermittlungen laufen, auch Szenen wie diese machen den Film verabscheuungswürdig. Was macht überhaupt die Faszination solcher Filme aus? Das ist natürlich auch ein sehr tabuisiertes Thema. Freude an so grausamen Gemetzel ist auch etwas, was man natürlich verbietet, tabuisiert. Und das kann natürlich dann auch eine gewisse Attraktion überkommen. Projekt Fleisch ist reine Menschenverachtung. Und wir schalten nun zu unserem Reporter Alexander Sauter. Er steht vor der Bezirksanwaltschaft in Zürich. Alexander, wann wird sich die Justiz in den Fall einschalten? Ja, das Videoprojekt Fleisch ist momentan bei der Polizei, wird dort analysiert. Es werden die zu beanstandenden Sequenzen werden ausgeschrieben. Und man muss leider sagen, das sind doch leider einige. Dann geht das ganze Dossier dann zur Justiz, zur Bezirksanwaltschaft. Und die werden dann in ein paar Wochen oder Monaten darüber entscheiden, ob Anklage erhoben wird. Wir haben die beiden Produzenten vorher im Film gesehen. Was kommt auf die zu?
Ja, nicht nur die beiden Produzenten müssen mit einer Strafe rechnen, sondern eigentlich alle Personen, die in diesem Film involviert sind. Das heisst, der Kameramann, die Schauspieler, aber auch die, die das Video verkauft haben, also auch der Videothekenbesitzer, den wir im Beitrag gesehen haben. Es droht ihnen ein Buß oder sogar Gefängnis. Aber was es schlussendlich sein wird, das, Christine, das entscheidet dann der Richter. Dankeschön, Alexander Sauter. Bedienen Sie sich, das sind die News von TV3. Guten Abend. Neues Brutalo-Video. Kids konsumieren es wie wild, jetzt ermittelt die Polizei. Neue Gewaltvorwürfe. Russen misshandeln tschetschenische Gefangene, man spricht von Konzentrationslagern. Neues Klonobjekt. Haustierfreunde können aufatmen, ihre Lieblinge werden unsterblich. Was lösen Bilder von Gewalt aus? Sind Kinder, die das konsumieren, gewalttätiger oder zumindest gewaltbereiter? Auch Experten kennen auf diese Frage keine klare Antwort. Fakt ist, Kinder kommen kinderleicht zu Brutalo-Streifen und konsumieren sie heimlich. Wie Recherchen von TV3 ergeben haben, existiert derzeit ein Film, um den sich die Kids reißen und der an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten ist. Dieser Film sorgt zurzeit für Furore auf den Schweizer Schulhöfen. Titel: Projekt Fleisch. Inhalt: sinnloses Abschlachten und Zerstückeln von Menschen. Bei den Kids hat der Film längst Kultstatus erreicht. Die Umgebung spricht schon von dem, es ist richtig ein Kultvideo und so. Und auch in den Magazinen und so sagen sie, ja, das sollte im Untergrund bleiben, das sollte nicht an die Öffentlichkeit und so. Und dann, ja, letztes Wochenende hat der Kollege gesagt, ja, er hat ein Video daheim, oder? Wir natürlich auch daheim, Video schauen. Gezeigt wird nur das Primitivste. Weder vor Massenmasturbation mit einer Melkmaschine noch vor dem genüsslichen Ausweiden einer Leiche schrecken die Macher zurück. Produziert wurde das Brutalo-Video von Roger Sommer. Zusammen mit einigen Kollegen und viel Filmblut bastelte er den Film in seiner Freizeit zusammen. Die Hauptsache ist, sie haben den Plausch im Film und der bleibt ihnen sicher. Sie vergessen ihn nicht. Das ist mal klar. Und eben, wenn ich sehe, wie viel das da kopiert wird und gehandelt werden. Das ist ja unglaublich, wie viele Filme das da im Umlauf sind. Auf dem Video steht ab 18 Jahren. Doch in erster Linie fahren Kids auf den Film ab. Roger Sommer weiß das. Stören tut sie nicht. Wenn Kinder einfach dann nicht in der Lage sind, halt das zu unterscheiden, die Realität mit der Fiktion, dann sind sie halt einfach selber geschuld. Dann müssen sie es halt einfach nicht schauen. Das Video ist im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht zu ergattern. Schnell ein E-Mail an Roger Sommer geschickt und schon ist man stolzer Besitzer von Projekt Fleisch und somit König auf dem Schulhausplatz. Das Einzige, was wir verlangen, ist eine schriftliche Bestätigung, dass sie 18 sind und dann steht dem eigentlich nichts im Weg. Faktisch gibt es also keine Kontrolle. Und so ist auch vorprogrammiert, dass das Video in Kinderhände gerät. Hast du jetzt ein Problem, wenn du weißt, dass da ein Haufen Kids werden den Film schauen? Nein. Das ist nicht mein Problem, zu schauen, dass die den nicht sehen. Das sieht man bei der Polizei anders. Die Zürcher Stadtpolizei visionierte das Video und ist schockiert. Ganz kurz gesagt, es ist als Polizeibeamte und als Mensch, es ist eine Sauerei, so ein Film. Wir werden jetzt sofort die notwendigen Massnahmen ergreifen, weil er Verstoß gegen den Artikel 135 vom Strafgesetzbuch und werden alles daran setzen, dass man den Urheber, Hersteller und Vertreiber von diesem Film eruieren kann und dann entsprechend die Bezirksanwaltschaft zur Anzeige bringen. In Artikel 135 StGB steht, dass wer Ton- oder Bildaufnahmen, die grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen zeigt, wird mit Gefängnis oder Buße bestraft. Das Projekt Fleisch könnte die Macher also noch teuer zu stehen kommen.